So, da ist wieder der Pongo mit dem Tempel des elementaren Bösen. Ich wünsche viel Spaß. Wir laden ein Spiel. Ich hatte ein Level Up. Ich bin jetzt auf Level 2. Und es hat sich schon einiges getan. Wir wollen mal schauen. Da, Level 2, knapp über 1000. Bei den anderen sieht es nicht anders aus. Wir haben noch ein paar Waffen hinzugewonnen, immer zum doppelten Schlag. Eine Schusswaffe, auch doppelter Schlag. Hier ebenfalls und eine Schusswaffe nebenbei. Mit ein paar Bolzen. Hier auch wieder doppelhändig. Nur hier gibt es mit dem Speer die einzelne Waffe. Und eine Schleuder liegt nebenbei. Auf der anderen Kombination. Gut. Wir schauen mal ins Logbuch rein, ins Tagebuch. Wir haben erledigt das Problem des Holzfällers. Die Spinnen haben wir getötet. Wir haben den Fornok des Fallspiels überführt. Und wir haben einem sogenannten, der nennt sich Schwarzer Jay, einem Schäfer, den Ehering seiner Frau, den wir bei einem Goblin gefunden hatten, den wir erschlagen haben, übergeben. Und zwar, wenn man das hier mal sieht, für diesen Elfenumhang, den er uns dafür gegeben hat. Der müsste wahrscheinlich noch identifiziert werden. Ich schaue mal, ob ich das machen kann. Identifizieren kann Will er. do. So, jetzt schauen wir mal ins Inventar rein. Elfenumhang. Okay. Damit haben wir ihn auch identifiziert. Hier hängen noch ein paar Handschuhe rum, die wir gar nicht brauchen. Auch die in anderer. Da sind schon welche, da sind schon welche. Alle sind ausgerüstet damit. Also die könnte man rein theoretisch auch verkaufen, aber da gehen wir jetzt nicht extra. Obwohl, warte mal, der Schmied ist ja auch gleich hier, ne? Schauen wir mal, ob wir es einfach losschlagen können. Falschen. Okay. Weg damit. Das ist deutlich weniger geworden. Ich frage mich gerade, wodurch das kommt. Kleinen Moment, kleine Pause. So, ich habe es mal geprüft. Anscheinend wird das Identifizieren auch, wenn man es selber macht, hier mit einem gewissen Preis belegt. Hier waren es vorher 401, hier 200 irgendetwas und hier 140, knapp 150, 140. Jetzt sind es 325, die kleinen Münzen, den Kleckerkram, beachten wir gar nicht. Hier die 16 bei Platin sind gleich geblieben. Und da das immer, glaube ich, das jeweils Hundertfache ist, wenn nicht, oder Zehnfache, vielleicht,
sind hier also 76 Goldmünzen sozusagen über den Jordan gegangen beim Identifizieren dieses Elfenumhangs, obwohl der Identifizierenspruch von uns selber kam, also vom Baden selber ausgeführt wurde. Das ist ja nun mal eine herbe Sache. Das heißt, man bezahlt sich selber Geld dafür, dass man identifiziert und dann ist es weg. Na gut. Ist jetzt erstmal nicht zu ändern. Die Gruppe ist wieder beisammen. Wir schauen nochmal nach. Also ich habe ja gerade gezeigt, wie die Stände sind. Stufe 2. Man sieht jetzt natürlich nicht viel. Man müsste hier durch die ganzen Eigenschaften gehen, um zu gucken, was sich denn nur eigentlich geändert hat. Ja. Hier ist jetzt noch etwas, was wir unbedingt machen müssen. Wir wollen natürlich Sachen auswendig lernen, damit wir sie in der Situation dann anwenden können, wenn es soweit ist. Hier kleinere Wunden heilen, Magie entdecken, Magie lesen, göttliche Führung. Schauen wir mal. Ja, das ist was. Göttliche Führung kann man nehmen. So. Magie entdecken brauchen wir nicht unbedingt. Kleinere Wunden heilen sollten wir nehmen. Magie entdecken, da muss man eben sich in der Situation dann behelfen. Aber kleinere Wunden heilen, das sind ganz winzige Wunden, aber es hilft eben ein klein wenig. Und jetzt kriegen wir das nicht da rein. Das tritt häufiger auf. So, jetzt haben wir es. Und hier ist auch noch ein Feld frei. Was kann man denn hier am besten benutzen? Segnen zum Beispiel. Segnen ist vielleicht nicht schlecht. Wasser weihen, Furcht auslösen. Magische Waffe. Das heißt, man kann eine Waffe besprechen und dann ist die besser. Verfluchen. Das ist vielleicht noch mal was. Statt Elementen trotzen. Schutz vor Bösen. Unheil gibt es auch noch. Ein Opfer. Die Sachen sind nicht so. Verfluchen ist ganz gut. Segnen ist ganz gut. Kleinere Wunden heilen. Was haben wir denn hier? Hier müsste doch sein, leichte Wunden heilen. Nehmen wir das lieber mit rein. Oh, hier trifft man diese Felder nicht so besonders gut. Segnen, leichte Wunden heilen. Und verfluchen. Ja. So, jetzt haben wir es. Feinde erleiden
auf Angriffswürfe und Rettungswürfe gegen Furcht jeweils einen Abzug. Na gut. Das ist dann also schon mal hier gut geregelt. Was ist mit dem Hexenmeister? Der braucht ja nichts vorzubereiten. Der kann es aus dem Lameng quasi. Genau wie der Barde seine Sachen kann. Das Witzige ist, ich lese hier immer Bardenmusik. Voraussetzungen keine. Aber wenn ich Bardenmusik anwenden möchte, auch im Kampf war das so, dann finde ich nicht die Bardenmusik. Suchen, schleichen, magischen Gegenstand benutzen, Heilkunde. Bei Barden. Aufblitzen, Magie entdecken, Magie lesen, Resistenz öffnen, schließen. Und hier identifizieren und Monster herbeizaubern. Sprechen. Und hier sind schon die taktischen Sachen. Defensiv kämpfen und so weiter. Und im Rucksack, im Gepäck hat man es ja auch nicht. Also ich würde gerne mal wissen, wo die sind. Vielleicht schreibt es mir einer. Nun gut, soll egal sein. Wir haben das Ding identifiziert. Es ist also ein Elfenumhang. Er hat uns ja auch einen gegeben als Belohnung. Und nur darauf kann man sich nicht verlassen. Bei uns war es dann eben nur ein magischer Umhang, der identifiziert werden musste. Jetzt gehen wir rüber. Na, machen wir mal so ein Rähmchen. Wir gehen jetzt hier rüber. Yes, sir. Hier können wir uns noch 2 Tage ausruhen. So. Dann haben wir nämlich hier wieder, wie man jetzt sehen kann, vollen Möglichkeiten mit Identifizieren und Monster herbeirufen. Und Identifizieren brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist natürlich doof. Haben wir falsch gemacht. Identifizieren brauchen wir eigentlich gar nicht so mitten im Gelände. Da könnten wir eigentlich uns noch was anderes nehmen. Da sollten wir vielleicht tatsächlich... Ach so. Richtig, genau. Wir müssen es hier nicht vorwählen. Alles klar. Wir können also Monster herbeirufen. Wir haben nur eine Spruchzahl gegeben und können aus der Kategorie auswählen, was wir machen wollen. Super. So, jetzt gehen wir raus. I'm off. Und jetzt ist natürlich die Frage, was wir machen. Wir haben ja schon alles Mögliche freigelegt hier. Ich würde mal sagen, wir gehen tatsächlich mal zum Homelet Nord. Gehen hier jetzt rein. Right away. Und jetzt gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich hoffe mal, hier steht jemand. Der will uns natürlich immer irgendwie was abluchsen. Hier geht's nach unten, da nach oben. Will do. Da lasse ich mal einen hinflitzen. Da kommen sie natürlich alle mit. Wir verhalten uns mal so still wie möglich.
ist nichts, aber hier ist irgendwas. Buch nicht leer. Will do. Okay. Right away. Right away. Okay. Müssen wir ein bisschen Abstand haben? Yes, sir. Look at all that loot. So klappt es. Und was ist hier? Hier ist ein magischer Trank. Hier sind lauter Schriftrollen. Und noch ein magischer Trank. Wir nehmen einfach mal alles. Der Bade hat es jetzt im Gepäck. Der hat ja auch den Identifizieren-Spruch. Und will do. Sonst. I'm off. Ist hier anscheinend nichts mehr drin? Nein, das war hat ja auch gereicht, sage ich mal. Jetzt wandern wir mal hier durch die ganzen Räume. Gucken uns das an. Hier ist niemand. Yes, sir. Wir gehen jetzt wieder mal nach unten. Wir rennen auch mal hier rein. Hier ist ja auch noch eine Treppe. I do my best. Eine Kirchendienerin. Jetzt wird's mal interessant. Ich speichere mal vorsichtshalber. Weil die reden wir mal an. Seid gegrüßt. Mein Name ist Abardo. Mein Name ist Mylia. Achso, und ihr seid? Sie spricht uns zuerst an. So. Sie wischt sich über die Stirn und hinterlässt eine Mehlspur. Ich bin sehr beschäftigt. Seid ihr die Köchin hier? Ah, ich bin die Köchin, das Dienstmädchen, die Gärtnerin und überhaupt das Mädchen für alles. Naja, gut. Wahrscheinlich sollte ich ihn auch noch baden und füttern, aber das erledigt Bruder Kalmat ja schon. Okay. Dann erledigt also Kalmat die meiste Arbeit in der Kirche. Ich meinte das nicht respektlos. Kalmat ist sehr fleißig und versucht, Spenden für die Kirche aufzutreiben. Terion ist ein etwas umständlicher Pedant, aber er hat ein gutes Herz. Ich vermisse die Kanonikerin sehr. Sie war eine so wunderbare Frau. Was ist mit der Kanonikerin geschehen? Da rieche ich doch jetzt schon wieder eine Quest. Ich hörte, sie wäre momentan nicht im Lande und deshalb hat Kanoniker Terion vorübergehend ihre Position eingenommen. Meine Dame, kann ich euch noch ein paar Fragen stellen? Warum ist Kalmen so an Spenden interessiert? Ach, er ist ganz wild auf Spenden. Er hat nur das Geld für die Burg im Sinn. Leider hat er deshalb keine Zeit, um zum Müller zu gehen und mir das Mehl zu bringen, das er mir versprochen hat. Wie viel Mehl braucht ihr denn vom Müller? Ich könnte für euch welches holen. Der Müller soll mir 3 Sack Mehl die Woche liefern. Kalmert sprach mit ihm darüber, das Mehl als Spende für die Kirche zu liefern. Doch bis jetzt hat er noch nicht eingewilligt.
Ich werde mal mit dem Müller darüber reden. Okay, jetzt hat man anscheinend schon eine kleine Quest wieder. Links, rechts blinkt es hier ganz kurz. Darf ich noch ein paar Fragen stellen? Helft mir auf die Sprünge. Was ist mit der Kanonikerin geschehen? Die ist momentan nicht im Lande. Vielleicht noch ein paar Fragen. Dann bezahlt also die Kirche den Bau der Burg hier in Homlet. Oh ja, der Viscount und der Erzkleriker zahlen für den ganzen Bau, weil Byrne und Rufus ihnen früher einmal einen großen Gefallen erwiesen haben. Dann müssen die beiden ja sehr bedeutende Männer sein. Was haben Rufus und Byrne für Homlet getan? Byrne und Rufus leben seit 3 Jahren hier und haben dem Dorf schon oft geholfen. Wir haben in den Kronhügeln sogar einen grünen Drachen erschlagen. Und warum helfen sie jetzt nicht, sondern indem sie zum Beispiel den Räubern das Handwerk legen? Wenn sie Zeit hätten, würden sie das bestimmt tun. Was für eine Ausrede. Aber im Moment sind sie eben mit dem Bau der Burg beschäftigt. Ich frage also nochmal was. Nochmal diesen ganzen Strang. Die müssen ja ganz bedeutende Männer sein. Ja, ich glaube, hier kommt jetzt nicht mehr viel raus. Aber das ist ja schon mal eine Information. Lass mal schauen, ob sich hier was gefunden hat. Getreide für die Kirche. Da ist sozusagen die Quest. Wir müssen also zum Müller gehen. Und dann schauen wir mal weiter. Hier gibt es noch ein paar weitere Räumlichkeiten. Aber anscheinend nicht so viel, dass sich das wirklich lohnt. Doch hier ist noch was. Aber eben alles leer. Hier sind irgendwelche Zellen. Ja. Okay. Das soll mal reichen. Wir waren hier unten jetzt. Wir gehen wieder hoch. Kann man hier noch was aus den Regalen entnehmen? Naja, sie guckt auch gerade zu. Machen wir lieber yes, nicht. Sir. Gehen wir also hier hin. Und dann müssen wir wohl oder übel mal diesen Typ hier ansprechen. Welcome to the Church of St. Cuthbert. Der so geldgeil ist. I am Calmet. Please feel free to peruse the tracts and scrolls of our religion. Or take a seat on our bench here. Oh, the poor box is located on the far table also, as well. Alles, was sagt, dreht sich die Almosenbüchse. Ich würde gern den obersten Kleriker aufsuchen, bitte. I'm afraid the chief cleric Turgeon is busy at the moment. Still, he might find time in exchange for a small donation to the poor box. Small donation, okay. Hier, ich spende 10 Goldmünzen. Aber erstmal, was geschieht well, mit dem Geld? All the money goes for the good of the church. At the moment, much of our money is helping build the tower in the southeast corner of town. All in the name of St. Cuthbert, of course. Der Turm muss errichtet werden, okay. Ah,
The Viscount and the Arch-Cleric of Valuna have requested the funds from us to help build the castle for Burnley and Rufus, who have been most helpful in the protection of the followers of St. Cuthbert. Including Slade, how can I be of service, lad? Remember, St. Cuthbert rewards those who give freely to the needy. Hier könnten wir handeln mit ihm. Ich will mit I'm afraid the chief cleric Turgeon is busy at the Hier moment. Sind 10 Goldmünzen. Still, okay, wir kommen he might find time in exchange for a small. Thank you for your kind donation. I'm sure Turgeon will be happy to speak with you now. Gut. Dann soll das auch so sein. Wir gehen jetzt will do. Und siehe da. Da ist plötzlich einer und hat Zeit für uns. Naja, auch hier speichern wir wieder mal vorsichtshalber. Denn wenn wir uns irgendwo mit den Fragen verhaspeln, dann kriegen wir vielleicht nicht das richtige Ende. Hello, I am Canon Turgeon of the Church of St. Cuthbert. Was Calmert unable to assist you? Man stellt sich vor und sagt, Calbert hat gesagt, es sei in Ordnung, wenn ich mit ihm hier rede. How can I help you? Könnt uns also was über die Geschichte der Kirche und die Gottheit erzählen? Und ich habe einige Fragen, was das Konvertieren zu St. Cuthbert angeht. I can perform conversions here in my church, providing a willing convert who can prove worthy in the eyes of St. Cuthbert. Hat St. Cuthbert viele Verehrer in Homlet? When this church was established by Her Holiness Canoness Ide, the entire community was of the old faith. We are always looking for more converts to St. Cuthbert. Aha, also da sind ursprünglich natürlich alle hier von der alten Community gewesen und da sind einige schon jetzt konvertiert. Ja, das sind noch weitere Fragen, aber hier ist noch eine Frage, kann ich euch irgendwie helfen? There is a particular family that could use the guidance of St. Cuthbert. Jack Wharton, the leather worker, would make an excellent convert. Would you be willing to speak with him? Okay, also der Lederarbeiter möchte konvertieren. Man muss aber jetzt hier nicht zusagen. Aber ich sag mal, na klar, ich rede mit ihm, ich helfe gern. Thank you for your help. So, I will be able to rechts. Offer a reduction in my costs if you are successful with this for me. Eine Quest. Dann gehen wir jetzt mal hier raus. Oder welcome ja back mal to the church. Fragen. Vielleicht How haben can wir noch I help irgendeinen you? Zweig übersehen. Our church was built 8 years ago after the war against the Temple of Elemental Evil in honor of the Archcleric of Valuna, who brought St. Cuthbert's assistance to the war. Canoness Ide was the first chief cleric here, and my predecessor. Okay, also vor 8 Jahren ist das hier gegründet worden. St. Cuthbert of the Cudgel exacts revenge and just punishment on those who transgress the law. He was once a mortal man who ascended to godhood long ago. He has been known to intervene when the old one shows up, but we won't speak more of that. Aha. Also er ist in den Himmel aufgestiegen quasi, war ursprünglich sterblich. Erzählt mir vom Tempel des elementaren Bösen. The Temple of Elemental Evil was destroyed in the wars about 10 years back. Its ruins remain an evil place. Unfortunately, I lost a great personal treasure to myself in those wars. If only it could be found. Aha, er hat was verloren damals irgendwie und würde es gern wieder haben. Kann ich I lost an artifact of St. Cuthbert. It is a copper starburst pendant, not worth much to anyone else really, but of great personal value to me.
My father, rest his soul, gave it to me as a family heirloom when I became chief cleric in Willem. Ah, also so ein sternförmiges Kupferamulett von seinem Vater. Hat nicht großen Wert, aber für ihn ist es eben wertvoll. Hat er eine Ahnung, wo er es verloren haben könnte? Most likely in the Battle of Imrydi Meadows. I've searched everywhere in that meadow, but I have been unable to locate it. For finding such a thing, I would gladly lower rates for my services. Okay, also wir können, wenn wir ihm das bringen, dann billiger seine Dienste in Anspruch nehmen. Das ist natürlich schön. Macht euch keine Thanks, Sorgen, ich werde and holen. Good luck. The last place in that forsaken meadow I remember holding it was by a beautiful multicolored rock hidden from normal view. If you can find that in the meadow, it would be a good place to start. Okay, also, er kann sich noch erinnern, dass da ein wunderschöner, vielfarbiger Felsen war. Als er das Amulett zum letzten Mal hatte und das sei ein schöner Ausgangspunkt. Einen schönen Tag noch. Gut, wir haben jetzt also eine weitere Aufgabe, die wir noch nicht lösen können, denn wenn wir da hingehen, dann fliegen uns tatsächlich die Sachen um die Ohren. Right away. Level 2 ist noch nicht genug. Das heißt, jetzt wieder offline sozusagen, außerhalb des Videos. Hin- und Herlauferei, kleinere Monster erschlagen und gucken, dass man es überlebt. Und dann irgendwann mit Stufe 3 können wir es vielleicht wagen, da oben hinzugehen. Also, erstmal mache ich eine kurze Pause. Ich pausiere hier die Aufnahme, spiele natürlich in der Zwischenzeit weiter. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir vielleicht einen kleinen Stufenaufstieg geschafft haben. Bis dann. Ach, was mir eingefallen ist, wir könnten ja erst nochmal zum Müller gehen und gucken, ob wir diese Mehlrationen hier von ihm losschlagen können. Also Karte. Wo ist der Müller? Ja klar, hier oben ist doch irgendwo die Mühle gewesen. Da ist die Mühle. Das heißt, wir müssen runtergehen von der Burg, von hier oben. Bisschen am Fluss lang. Und da ist dann die Mühle. Ja, soweit so gut. Ist wieder mal eine richtige Rennerei. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass der Zicken macht. Und uns dann irgendwie im Regen stehen lässt. Kommt mal mit. War die dann nicht hier irgendwo? Ach, bin ich schon wieder zu weit gelaufen, wa? Nee, noch nicht. Aber da haben wir ein paar Nachzügler und hier ist der Kopf der Truppe. Also warten wir erstmal ab, dass sie sich wieder ein bisschen sammeln. Ah, da kommen sie. Und dann geht es noch ein bisschen weiter und hier ist dann die Mühle. Ich nenne es mal Aufgabe. Ich gebe also nicht auf, sondern man hat mir etwas aufgegeben. Okay. So, und wo ist er? Das ist nur der Gehilfe. Das ist der Müller selber. Wir können ja mal den Gehilfen was fragen. Hi. Warum ist er so nervös? Ah, er muss dem Müller was sagen, was ihm nicht gefallen wird. Und was wäre das? Ich bin in der Kirche gewesen, habe die Predigt gehört. Es gefällt mir, was der Priester über St. Cuthbert
sagt und ich will konvertieren. Warum ist denn das ein Problem? Der Müller und seine Frau gehören zum alten Glauben. Und man müsste ein Pfeiler der Gesellschaft, der Gemeinschaft sein. Und er wird ihn erschlagen, wenn er wechseln will. Soll ich mit dem Müller reden? Ja, würdet ihr das tun? Ich will nicht gefeuert werden, er ist so launisch. Gut, ich rede mit ihm und gebe euch Bescheid. Alles klar. So. Jetzt brauchen wir den mit dem höchsten Charisma. Das ist, glaube ich, hier schon der mit der 18. Ja. Gehen wir mal zum Müller. Kann ich etwas tun, fragt er. Ja, ich bin Abardo. Ich bin gekommen wegen einer Mehlspende an die Kirche von St. Cuthbert. Er sieht verzweifelt aus. Ich habe ihm doch gesagt, dass ich mich noch nicht entschieden habe. Nein, Muella schickt mich. Sie will nur 3 Säcke Mehl pro Woche für die Kirche. Ja, und die andere Möglichkeit wäre natürlich, ja, Kalmat schickt mich. Er ist wirklich wütend über euch. Ich bin ein Anhänger des alten Glaubens. Ich weiß nicht, ob das richtig wäre, aber ich mag die Priester und ich will sie nicht verärgern. Wie wäre es, wenn ich mit eurem Druiden darüber rede? Wenn er seine Zustimmung gibt, dann spende ich natürlich gern das Mehl. Okay, bin gleich zurück. Jetzt haben wir natürlich noch nicht bezüglich seines Helfers da mit ihm gesprochen. Aber was soll's? Right away. Gehen wir erstmal zum Druiden. Der ist ja irgendwo. Guck mal da schneller hin. Also geht's auch nicht schneller, ne? Doch hier. Der Druide ist ja ganz im Süden. Also war das schon eine kleine Abkürzung. Zumindest im Spiel. Hier ist ja schon Schluss, aber der Druide war auch hier unten irgendwo. Das ist er, glaube ich, nicht. Hier, das sieht so ein bisschen danach aus. Wir gucken mal. Wo sind wir denn jetzt? Tatsächlich, das ist der Druide. Ja, dann hinein. As you command. Greetings, friend. Man stellt sich vor. I'm Jaru Ashstaff. I'm a druid of the old faith. And one of the spiritual leaders of this community. Ah, einer der geistlichen Führer. Wen gibt es denn noch hier? A temple dedicated to St. Cuthbert has been built north of here. The Canon Turgeon presides there, serving his own flock. Ist das ein Mögt ihr Terjon? Oder ist das ein Problem? Those of the old faith seek a balance in all things. We tolerate all other religions and do not oppose their presence here. Ah, die sind also auf Ausgleich bedacht und haben nichts dagegen, dass da oben ein anderer Glaube ist. Fragen zum yes, my son. Alten Glauben. What is it you would know? Was ist er eigentlich? Oerth's natural fertility has inspired our devotion. Our druidical order was derived from the ancients and has evolved into a natural state of unity, promoting the prosperity of the entire world. Okay, also so eine
weltumspannende, weltumfassende Friede, Freude, Eierkuchen-Religion. How can I help you, noch andere son? Fragen. Ich versuche, dem Müller zu helfen. How kind of you, my son. What is the Miller's problem? Er möchte Mehl schicken an die Kirche. I see. And does he lack the grain? I see. That is quite the dilemma. He has plenty of grain, you say? Er hat genug Getreide, ja, und er hat auch ein Dilemma, weil er der alten Kirche angehört und jetzt an die neue Getreide geben soll. Tell Mitch that I am sorry, but I do not see a solution to his predicament at this time. How can I help you, my son? How kind of you, my son. I see. And does he lack the grain? Ja. I see. That is quite the dilemma. He has plenty of... Tell Mitch that I am sorry, but I do not see a solution to his predicament at this time. Gut. Wir sollen ihm also sagen, dass er ihm zu dieser Zeit noch nicht helfen kann. Right away! Dann gehen wir einfach wieder nach oben. Kann man da schneller hin? Ich glaube, es war dann näher am Norden dran. Aber eigentlich liegt die Mühle schon ein bisschen in der Mitte, ja. Ein paar Punkte mehr zum Aussuchen hier für die Navigation wäre schon schön. Sind wir wieder. Sie müssen wir weg, damit wir ankommen an den Eingang. Ach ja, mein Gott. Geh doch mal rein. So, also mit dem Müller sollen wir reden, um ihm sagen. Er hat also... Ich habe mit ihm gesprochen, mit dem Druiden. Oh, alles bestens geht und spendet der Kirche das Mehl. Okay. Ja, wir werden jetzt der Markt oben in der Kirche Meldung geben, dass Mehl kommt. Ich werde das in Zukunft so machen, ich stoppe dann immer die Aufnahme, wenn ich renne und lasse wieder loslaufen, wenn ich angekommen bin. Weil das ist ja grauselig. So. As you command. Wir müssen jetzt in den Keller hier laufen. As you command. Und hier ist er. Gestattet mir noch ein paar Fragen. Ja, Fragen habe ich ja keine mehr. Was macht Mehlspende? Ich dachte, wir sollten ihr Bescheid sagen. Na gut. Yes, sir.
Dann schauen wir erst mal im Questbuch nach. Ah, ist grün. Alles klar. Brauchen wir gar nicht Bescheid zu sagen. Ja, prima. Diese drei Questen. Sind wahrscheinlich ziemlich kompliziert. Er möchte mehr Anhänger. Dazu muss man sich mit den Druiden auseinandersetzen. Der Helfer vom Müller will auch übertreten. Das muss man in die Wege leiten. Und dieses Artefakt. Und das Artefakt wird ziemlich schwierig, weil tatsächlich... Will do. Da oben wahrscheinlich Gegner sind, die wir nicht so einfach besiegen können. Deswegen müssen wir unbedingt ins nächste Level. Das heißt, ich mache jetzt hier mal kurz Levelpause in der Aufnahme und melde mich wieder, wenn wir vielleicht Level 3 erreicht haben. Falls es zu lange wird, melde ich mich kurz zwischendurch und sage, dass ich das Video beende und das Leveln aufs nächste Mal verschiebe oder zwischendurch ganz außerhalb des Videos mache, aber auf jeden Fall, ich melde mich gleich nochmal. Bis dann. So, meine Lieben. Nein, Moment, ich rücke das Mikrofon etwas besser zurecht. So, und jetzt ist es soweit. Wir haben die dritte Stufe erreicht. Ganz bisschen Geld verdient wieder, nachdem es fast runter war, durch das bisschen Loot, was wir gekriegt haben. Hier über 3000 Punkte und Stufe 3. Ja. Identifiziert ist bisher immer noch nicht viel. Die ganze untere Reihe hat noch der Identifikation und wir haben auch noch keine neuen Gegenden entdeckt. Es ist also tatsächlich so geblieben, wie wir es kennen, hier in der Stadt ohnehin. Hier gibt es den Deklarhain, den wir zuerst erreicht haben. Dann diese beiden, der Anger, wo die Schlacht stattfand. Und die alte Festung, das Moathouse, wo wir noch gar nicht uns weiter umgesehen haben, weil dort die Monster vermutlich zu stark sind. So, das sollte jetzt vielleicht mal reichen. Insgesamt weiß ich gar nicht, wie lang das Video geworden ist durch diesen langen Off, also die Pause in der Aufnahme und das Leveln habe ich den Überblick verloren sozusagen über die Zeit. Aber das macht nichts, ich mache jetzt einfach Schluss. Wir haben ja jetzt hier ein gutes Ergebnis erreicht. Spiel speichern nochmal. Fortgang. Speichern. Okay. Und dann steigen wir aus. Und es bleibt nichts anderes mir übrig, als euch alles Gute zu wünschen. Euch zu bitten, wieder reinzugucken mal, wenn demnächst ein neues Video da ist. Und diese ganze Serie zu genießen. Ist ein schönes Spiel und habt viel Spaß, falls ihr es euch holen solltet. Alles Gute, bis dann!